Das Meeting läuft und Sie stellen fest, dass Sie eine Datei vergessen haben. Mit den Neuerungen und der Aktualisierung auf die neue Version ist es jetzt auch möglich, während der Konferenz eine Datei in die Konferenz einzubinden. Ich gehe dazu in die Dateiablage der Klasse, gehe in den speziellen Ordner, habe mein Bild, was mir fehlt, gebe es für die Konferenz frei und Datei speichern. Jetzt wechsle ich wieder in die Konferenz. Das Bild ist angekommen, ein OK ist vorhanden und ich kann es jetzt sozusagen in der Datei in der Konferenz benutzen. Schauen wir uns den Weg einer Datei in die Konferenz noch einmal gemeinsam an. Ich beginne das Ganze mal rückwärts, das heißt, ich bin jetzt in der Konferenz und werde im Anschluss dann auf Konferenz im neuen Fenster starten. Und hier sind meine Dateien, die ich jetzt gleich im Anschluss in der Konferenz benutzen werde, dargestellt. Wie kommen diese Dateien an diese Stelle? Dazu wechseln Sie in die Dateien der Klasse. Die Dateien müssen hier vorliegen. Das kann man also nicht aus privat machen. Wie Sie die Dateien hierher bekommen, das haben wir im Tag 2 schon mal besprochen. Das heißt, ich könnte eine Datei hochladen, ich könnte eine Datei erstellen oder per Drag and Drop hier in das ganze System einfügen. Hier nochmal der Hinweis mit der Schraffur. Schritt 1 war, die Datei in die Dateiablage der Klasse hochzuladen. Jetzt kommt Schritt 2. Das heißt also, ich öffne die Datei und gehe auf die Eigenschaften. Sie müssen ein Häkchen setzen, und zwar Datei für Konferenz freigeben. Da ich das vorher schon gemacht hatte, war das Häkchen schon da. Und das war es auch schon, nur eben Speichern nicht vergessen. Und das machen Sie mit allen Dateien. Öffnen, Eigenschaften kontrollieren oder Häkchen setzen, Änderungen speichern und das Bild auch nochmal zeigen, Eigenschaften, Dateien für Konferenz freigeben und speichern. Wenn Sie das getan haben, dann haben Sie auch das Erfolgserlebnis, dass in der Klasse die Dateien angezeigt werden, in der Konferenz der Klasse. Wir haben ein OK, das heißt, Sie sind angekommen. Nichtsdestotrotz prüfen Sie bitte auch, ob Sie wirklich in der Konferenz EduDIP ankommen. An dieser Stelle werde ich immer gefragt, welche Dateitypen ich jetzt in die Konferenz hochladen kann. Vom Grunde her können Sie alle hochladen, also PDF-Dokumente, PowerPoint-Dokumente, Word-Dokumente oder Textverarbeitungsdokumente, Tabellenkalkulationsdokumente, als auch JPGs, was an sich für Bilddateien steht. Entscheidend ist jetzt, was macht unsere Konferenz draus? Dazu wechsle ich jetzt mal in die Konferenz und an dieser Stelle sehen Sie, was er aus Nicht-PDF-Dokumenten macht. Er wandelt sie also immer in PDF um. Und dieser Hinweis ist schon mal wichtig. Das heißt also, haben Sie eine PowerPoint-Präsentation, die Sie schön animiert haben und nehmen Sie die in die EduDIP rein, dann bitte nicht wundern, wenn diese ganzen schönen Spielereien, nicht falsch verstehen, weg sind, weil in PDF geht das nun mal nicht. Zweiter Grund ist, es sieht auch dann nicht mehr so schön aus, weil diese Umwandlung macht irgendwie eine Formatumwandlung mit den Dokumenten. Und aus dem Grund an dieser Stelle mein Hinweis: Wandeln Sie vorher alle Dokumente in PDF um. Dann haben Sie genau auch die ordentliche Formatierung. Dann sehen Sie auch, was da an Formatierungen schiefgelaufen ist, können das nochmal in Ihrem Ausgangsdokument ändern und bringen Sie ein. Bei Bildern ist es jetzt nicht so tragisch. Die werden ja so dargestellt, wie sie auch dargestellt werden. Zum Abschluss dieser kleinen Videosequenz möchte ich auf eine Frage, die mir auch sehr, sehr häufig gestellt wurde, eine Antwort geben. Die Frage lautet:
Wie kann ich das machen, wenn ich jetzt Lösungen in die Dateiablage der Klasse gebe? Dann sehen ja die Schüler das Ergebnis und das möchte ich nicht. Der erste Punkt ist der, dazu wechsle ich mal in einen Schüler, also meinen Schüler in der Beispielklasse und in der Konferenz. Sie haben gerade in Ihrem Account gesehen, dass hier an dieser Stelle die Dokumente aufgelistet sind. Das heißt, der Schüler sieht schon mal nicht die Dokumente, die für die Konferenz vorbereitet werden. Okay, soweit. Aber Sie haben ja gerade gehört, dass wir die Dokumente, die wir in der Konferenz einbinden wollen, in die Dateien der Klasse hinterlegen müssen. Und da hat der Schüler natürlich Zugriff. Ich empfehle Ihnen diesen Ordner. Der heißt bei mir für EduDip, weil wir an unserer Schule auch mit BBB, also Big Blue Button, arbeiten. Diesen Ordner anlege. Hier liegen alle Dokumente drin, die ich dann später mal in der Konferenz benutze. Und diesen Ordner mache ich zu einem Abgabeordner. Das bedeutet, ich nehme den Haken, der hier normalerweise ist, raus. Und für mich heißt das jetzt, die Schüler können die Dateien weder herunterladen noch ansehen und natürlich dann auch das Speichern. Schauen wir uns das mal in unserem Schüler an. Das heißt, der Schüler ist in seiner Klasse, geht in die Dateien und sieht zwar die Dateien über den Ordner, aber wenn ich jetzt mal öffne, sieht er nichts. Und so soll es auch sein. Und damit ist die Antwort auf die Frage gegeben. Ja, Sie können damit auch Lösungen in den Ordner abbringen. Machen Sie ihn einfach zum Abgabeordner.